Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, gerade auf der Norwegian Mars, beziehungsweise Grund 6. Ja, schauen wir mal, ob unser Abfahrer hier schon da ist und ob das gut klappt. Ja, wie ich sehe, hat er sich festgefahren. Das sind unsere intelligenten Fahrer. Naja, gut. Und der Kram ist einfach zu nicht zu sehen, ne? Erkennt er nicht. Jedenfalls ungefähr, so muss ich das vorstellen. Na mal. Das war nichts, du. Das ist schlecht. Wieso macht er so einen Scheiß? Das ist doch Feld 5. Gut, dann fahren wir selber hin, ne? Oder wollen wir auf Feld Nummer 6? Kann nicht sein. Das ist eingestellt auf Feld 5. Ja, Creme haben da in der Beziehung einen kleinen Nachteil. Aber das ist die erste Runde, dann geht das näher. Ja, demnächst müssen wir noch unser ehemaliges Sonnenblumenfeld düngen. Mit Gärrest, das machen wir gleich. Oder ich. Und dann geht weiter, ne? Dann muss das näher bald geflüchtet werden. In Anführungszeichen. Ich wollte aber noch Hopfen, Bier verkaufen und Zement. Kippe 50% fast. Ja. Gut, bei dem Fahrzeug ist es nicht ganz so dramatisch. Ist im Grunde voll, ne? Ist voll. Vorne die Farbe abgegangen. So, anschaut. Haben wir hier oben einen Fährernkurs? Haben wir. Ich muss aber hier lang fahren. Sonst. Deswegen ist auch ein Graben. Er wollte auch einen Graben fahren. So. Jetzt mit dem Feld und kann er da nicht hinfahren. So, kurz rübergehen. Das Feld 54 und 49 wollen wir jetzt mit Gärresten düngen. Ja, hier haben wir schon fertig. Die kann er ja später mit der Aussaat beginnen. Sparen wir ein bisschen Dünger ein, ne? Denn sonst müssten wir ja mehr Dünger anbringen als jetzt. Wir haben ja auch schon ein paar Tönnchen aufgebracht, ne? An Flüssigkeit. Aber auch die Gärreste muss ja verarbeitet werden normalerweise, denn wenn das Lager voll ist, müsste normalerweise die BGH stehen bleiben. So war es ein 17er gewesen. Hier ist also nicht mehr so tragisch. So, mal diese Markierungen wegnehmen. Ja, das Gerät schon da zum Aussaat und wir fahren jetzt Richtung ja, Feld 49. Da stand noch ein Fahrzeug. Ich glaube, der Drescher war noch da gewesen. Müsste ich hier oben einstellen. Und zwar Feld 49. Feld 49. Dann die richtige Ecke. Hoffe ich jedenfalls. Ja, Sonnenblumen, ne? War ja was, ne? Gekauftes Feld und nächstes Jahr kommt da Hopfen rein. Das ist so ungefähr jetzt das Grundprinzip. Hopfen, Sonnenblumen, Getreide, Raps,
von der Fruchtfolge her. Ab und zu mal wird noch raufkommen Tabak und Rüben. Müssen wir sehen, ob wir nächstes Jahr. Hier ist die 49. Rüben raufbringen, ne? Deutz ist drauf. Gut, wir müssen mal jetzt. Hier geht viel Dünger rauf. Aber hier geht eh noch eine passende Menge rauf, ne? Löschen. Kurs. Generierung. 49. Die Fälle sind noch nicht allzu groß. Das geht ja noch alles. Ne? Die größten Fälle ist ja hier oben. Und da könnte man auch zusammenlegen, theoretisch. Aber das dazu will ich erstmal die Felder so nutzen, wie sie sind. Generieren mal ganz kurz. Zurück und einstellen. Und dann werden wir gleich mal rüberlaufen zum Deutz. Ja, hier sind Dürreschäden, ne? Dann fahren wir den Rest nach zum Hof oder zur Dings nach, ne? Ja. Dann gehen wir halt ein bisschen auf Wasserbezug, ne? Da kommen wir runter. Ist ja so, ne? Das meiste von der Gäre ist ja Wasser. So. Ich war Deutz. Bei mir ist das im Grunde egal, also Traktor muss die Funktion erfüllen. Oh, was ist da Schönes? Was habe ich da vergessen? Oh, nee, na egal. Drescher schon im Hof. Ich hab's nicht gesehen. Ja, und ist einer. Extra hinfahren nochmal. Das rentiert sich auch nicht. Dann könnte ich. Den anderen einstellen gleich sehen. Die Aussaat mit Weizen machen oder Gerste. Was ich halt eingestellt habe. Ho 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 ho. Ich könnte auch die Brauerei jetzt beliefern, ne? Theoretisch. Vom globalen Markt das Getreide. Nachdem wir die Sonnenblumen abgekippt haben im Hof. Ja, hier waren ringsherum die Bäume hier. Mal schauen. Irgendwo im Winter noch ein bisschen was erweitern. Erstmal brauche ich Geld. Ohne Moos nichts los. Die Lager sind voll. Wir müssen nur die Zeit haben, um entsprechend nutzen zu können. Zeit und Verkauf. Ja, ich wünsche allen schönen Dienstag, ne? Junge, die Zeit vergeht. Ja, Pappel, die wollen auch nicht so richtig. Irgendein Modus auf dem Server, alte Schnelle. Oder es täuscht. So. Da wird eine schöne Rapsernte werden nachher nächstes Jahr. Hier im Spiel, ne? Im reellen Leben wird es ein bisschen länger dauern. Obwohl, dieses Jahr ist ja schon. Ja, der Winter ist fast vorbei. Fast. So, da sind wir. Dessen können wir schon mal umstellen. So. Beladen.
schon eine Weile her. Plan, guck mal, Getreide. Abladen. Das müsste ich mal jetzt mal echt mal mir Gedanken machen, wie das entsprechend sortieren könnte. Ne? Wasserbrauerei. Beladen. Entladen Wasser. Entladen Wasser. Papierfabrik. Rüben, Mist, Mist, Gülle, da, auch zur Brauerei und dann hier, ich fange mit Weizen an, ob ich da genug drin habe, mal gucken, ah, eine Gerste, und mal schauen, ob ich kaufen muss oder ob was da ist. Das ist die entscheidende Frage. Und dann mal gucken, was da los ist mit unserem Hopfenfahrer. Eine Lohnzahlung haben wir gemacht. Ah, sehe. Gut, ein Stück gefahren mit dem Fuller, ne? Weizen, Gerste. Gerste hat da nicht viel drin, aber gut. So. Das läuft schon mal. Der holt schon Nachschub. Der fährt. Und der. Der versucht einen Baum. Das sprechen wir lieber nicht aus. Das sah so komisch aus. Das ist das Problem an den kleinen Feldern. Das ist immer, ne? Ein Baum. Den, na gut, ein paar mehr sind schon. So, was wollte ich machen? Gut, das läuft, denke ich mal. Das läuft auch und hier. Bringen wir mal ein bisschen rein in die Erde, ne? Nächstes, was haben wir jetzt? Mitte Herbst, ja. Das geht. Gerste, ne? Siehst du. Im Lager ist wenig Gerste. Gerste macht Sinn. Zumindest im globalen Markt. So, berechne mal ganz kurz. Großgenerierung 54, Vorgewende 2, 15. Was richtig ist, weiß ich nicht. 5000, kommt hin. Ein Fahrzeug, ja, ja, ja. Wir nehmen mal scharf, ne? Könnte hier Probleme geben. Gucken, was er keine, was er mir da berechnet. Immerhin ein bisschen weniger als vorher, ne? Die Ergänzung jetzt auf 60 Kilogramm. Sehr gut. Schauen wir mal. Das läuft. Da läuft es auch. Hier war irgendwas mit Kalken, ne? Der war auch beladen mit. Das klappt. Eigentlich schon. Mal durchhalten. Wasser? Na.
Gärrisse, haben wir auch da. Mal gucken, ob der andere Fahrzeug hier irgendwo steht. Denn die Produktion muss ja laufen, ne? Das heißt, wir müssen hier mal wieder Grünstufe rausfahren, ne? Damit es da Gärrisse produziert werden. Ja, so nach und nach alle Fahrzeuge in Schwung bringen, ne? Das ist immer das ganze Dilemma bei. Haben wir hier noch an Ressourcen? Zucker ist reichlich, Kompost ist auch schon reichlich. Wasser ist voll. Zuckerrüben ist noch, auch noch reichlich da. Zwei Fuhren mit Rüben und so. Da kann man es auch sehen. So. So, okay. Der arbeitet. Der war für Nachschub zuständig, für Dünger halt und für Saatgut. Den fahren wir Richtung Feldmoor 54. Ja, die Brauerei beliefert halt, ne? Muss ich mir sehen, dass ich da auch Bier verkaufe, ne? Das können wir auch machen. War Feld 54. Ausfahrt. So, das habe ich ja klar, die verkehrte Richtung, ne? Das war ja mein Gedankenfehler letztes Mal gewesen. So, das macht er alleine. Da ist Wasserhändler oder Wasserfahrer. Und hier nehmen wir jetzt einen LKW und den Anhänger und den werden wir entsprechend hinbringen zur Verpackung. Geht wohin? Wo brauche ich die? Wo brauche ich Verpackung? Lass mal fahren, ne? Die haben sie abgesprochen. Tja. Gut, dann haben wir Gras, ne? Aber nicht mehr heute. Ihr seht gerade die Zeit. So, Leute, das soll schon für heute gewesen sein. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und tschau. Morgen geht es hier weiter. Wahrscheinlich mit Grasmähen, aber bin mir nicht ganz sicher, ob das alles klappt. Tschüss, Winge, bis dann und bis morgen. Tschüss.